Heute Abend bei uns zu Gast Benjamin Lebert mit seinem neuen Roman Im Winter dein Herz. Ich stelle ihn mal nochmal hin. Der in diesem Jahr beim Verlag Hoffmann und Kamp erschienen ist. Der Roman handelt von drei Protagonisten, die sich eher zufällig begegnet sind und einander nicht besonders gut kennen, aber sich dennoch auf eine gemeinsame Reise mit einem Auto durch das winterliche Deutschland begeben. Benjamin Lebert ist 1982 in Freiburg geboren und stammt aus einer Journalistenfamilie. Im Alter von nur 12 Jahren hat er bereits angefangen zu schreiben und, das kann man zweifelsohne sagen, mit sehr großem Erfolg. Sein Debütroman Crazy, der in 33 Sprachen übersetzt und fürs Kino verfilmt wurde, verkaufte sich über 1 Million Mal. Sein zweiter Roman mit dem Titel Der Vogel ist ein Rabe erschien 2003, danach 2005 und Kannst du, mitgenommen mit dem Titel Kannst du, und zuletzt Flug der Pelikane 2009. Im Rahmen des Literaturherbstes war Benjamin Lebert bereits 2004, glaube ich, bei uns zu Gast, oder wann, mit dem Roman Der Vogel ist ein Rabe war. 2004, 2005. Genau, ich bin etwas verloren, was Zahlen angeht. Nicht nur was Zahlen angeht, aber auch Daten auf Daten. Ich schlecht vorbereitet bin. Benjamin Lebert wohnt derzeit in Hamburg und ich freue mich, dass er den Weg zu uns nach Göttingen gefunden hat, um uns heute Abend aus seinem neuen Roman Im Winter dein Herz vorzulesen. Zum Ablauf der Lesung ist zu sagen, dass Herr Lebert ca. 40 Minuten lesen wird. Und wer im Anschluss bereit ist, sich Fragen bezüglich des Romans zu stellen. Also ich werde mit einigen einleitenden Fragen das Gespräch eröffnen. Und anschließend sind Sie herzlich eingeladen, ebenfalls Fragen zu stellen bzw. Rückmeldungen zu geben. Nach der Lesung haben Sie dann die Möglichkeit, beim Stand der Buchhandlung Deuerlich, jetzt gerade dunkel, aber zu meiner Rechten, Bücher zu erwerben, welche Sie sich auf der Bühne dann signieren lassen können. Alternativ können natürlich auch Eintrittskarten oder Personalausweise signiert werden. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie mit mir Benjamin Lebert. Hallo, ich grüße Sie. Es ist sehr schön, Sie zu sehen an diesem Herbstabend. Bei mir ist es immer ein wenig so, dass ich mich schwer tue, damit mich irgendwo heimisch zu fühlen, also so eine Heimat zu haben, wenn man das sagen kann. Und was mir dabei hilft, ein wenig, um mich heimisch zu fühlen, ist ein wenig in Fühlung zu gehen mit den Jahreszeiten und sie ein wenig zu erfahren, aufzunehmen, wenn man das so sagen kann. Und zum Beispiel jetzt würde ich mir wünschen, wenn ich ein Kind hätte, dann würde ich gerne diese Kastanienmänner machen mit diesen Streichhölzern. Und wahrscheinlich würden die Kinder sagen, Papa, bitte nicht schon wieder. Ich würde das immer weiter machen. Und ich glaube, dass man sich vielleicht oft heimisch fühlen kann in Erinnerungen. Es gibt ja diesen Satz, die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem man nicht vertrieben werden kann. Das ist für mich ein wenig schwierig aus zwei Gründen. Zum einen ist die Kindheit meistens kein Paradies, in den meisten Fällen nicht so, wie ich das sehe oder wie ich das auch bei Freunden und Bekannten erfahre. Und das zweite ist, dass man natürlich letzten Endes auch aus diesem Paradies, wenn es denn jemals eins gewesen ist, vertrieben wird. Wir zerrinnen alle, wenn man das mal so pauschal sagen kann. Und trotzdem gibt es aber so kleine Momente, die ungerührt sind. So geht es mir jedenfalls. Also, es ist bei anderen Menschen gewiss anders, aber die ungerührt sind von der Zeitlichkeit, wenn man so will. Und das ist für mich ganz schön und da kann ich so unterschlüpfen. Einen Unterschied finden. Und
Es wird ein langer Vortrag heute Abend über Heimat und Unterschlupf. Keine Sorge, ich werde auch noch lesen irgendwann im Verlauf des Abends. Und ich, es war heute zum Beispiel sehr, sehr schön, hierher zu, herzufahren und durch diese herbstlichen Gefilde, ich bin mit dem Zug gefahren von Hamburg hierher. Das war ein ganz weiches, sanftes, orangefarbenes Licht, das so milikosend war über den Feldern. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, dass es eben, dass die immer so sind, also dass sie ihnen fast etwas Ungerührtes eben, obwohl sie an der Jahreszeit verhaftet sind, aber dass sie irgendwie existieren, also fernab der Jahreszeit. Und ich mag Göttingen sehr gerne. Es ist so, dass diese schmucken, leicht schiefen Häuser haben so etwas Behagliches. Und ich bin für mich, wenn man das so sagen kann, auch ein so schiefes Haus. Ob ich behaglich bin, das bezweifle ich eher, aber vielleicht manchmal, wenn ich einen Weißwein getrunken habe. Und ich bin hier gewesen in einer Klinik in Tiefenbrunn. Sie kennen das vielleicht. Ich werde Ihnen, wenn Sie mögen, dann noch etwas davon erzählen, wieso ich da gewesen bin. Und das wird auch in dem Roman deutlich, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe. Deswegen kenne ich das ja nicht. Wir durften, das klingt wie ein Gefängnis, aber ganz so war es nicht, aber man kann eben nur zu bestimmten Zeiten aus der Klinik raus und muss dann wieder pünktlich da sein. Ich habe es meistens geschafft, pünktlich zu sein. Ich war ein braver Patient. War das immer ein bisschen so, als würde man das Leben wieder atmen können, immer wenn man in so einer Klinik ist, also so ist es mir gegangen, dann ist man eben ein wenig fern von dem Leben. Und dann ist es schön, wenn man hierher kommt und umherlaufen kann, zu H&M gehen kann oder was auch immer. Und in dem Roman stelle ich mir vor, wie es wäre, wenn die Menschen Winterschlaf halten würden. 3 Monate, die machen das aber nicht, weil sie von einem totalitären System dazu gezwungen werden, sondern sie machen es eigentlich gerne, weil es ihnen die Möglichkeit gibt, ein wenig Atem zu schöpfen und ein bisschen die Geschwindigkeit zu reduzieren, in der wir uns fortbewegen müssen. Und 3 Menschen in dieser Klinik sind, 2 junge Männer und dann eine junge Frau, beschließen, einen Winter lang nicht zu schlafen, sondern dieses kalte, vom Schlaf erfasste Land, in dem die Häuser so verrammelt sind und die Fensterläden geschlossen sind, zu erleben. Und den ersten Teil der Lesung streite ich damit, dass ich Ihnen vorlese, wie eine der Figuren, der Robert, in diese Klinik geht, also den Akt des dorthin Gehens. Und so viel als Erste, was die Rede anbelangt. Das Leben ist Schlaf, dessen Traum die Liebe ist. Du wirst gelebt haben, wenn du geliebt haben wirst. Alfred de Musset.